Hallo, ich begrüße euch zu unserem heutigen Video. Und zwar Viertraining von Beginn an. Die Liz ist ein dreijähriges Borderhorse, manchmal ein bisschen ungeduldig. Deswegen muss man viel Führarbeit mit ihr machen, dass sie sich konzentriert, auch beim Spazierengehen. So ein paar Sachen und Tipps kann ich euch dazu sagen. Und die Marie wird euch jetzt zeigen, wie das geht, damit ich etwas kommentieren kann. So, als erstes sollte der das Pferd führt, darauf achten, dass das Pferd aufmerksam ist. Das heißt, man gibt einen kleinen Impuls am Halfter, bis das Pferd zuhört. Dann gehen die Hände leicht nach vorne, der Oberkörper geht leicht nach vorne, damit das Pferd angeregt wird zum Loslaufen. Wenn es nicht losläuft, gibt man noch so einen kleinen Vorwärtsimpuls am Strick oder man kann noch hinterm Rücken von sich selber so ein kleines bisschen den Bauch touchieren, dass das Pferd losläuft. Dann lässt man es erstmal laufen, achtet auf seine Hände, dass die gleichmäßig vorm Körper getragen werden, sein Fokus, wo man hinläuft. Und wenn man das Pferd verlangsamt und anhält, nimmt man erst wieder die Energie raus, den Oberkörper leicht zurück und gibt dann einen Impuls am Strick. Der Impuls sollte möglichst leicht nach außen geführt sein, Richtung äußeres Buggelenk. Wenn das Pferd nicht reagiert auf diese Impulse und den Oberkörper zurücknehmen, Energie raus, kann man auch noch mit dem Seil einen Loop vor der Nase machen, um das Pferd zu begrenzen. Man muss es nicht mal berühren eigentlich, das macht schon ziemlich Eindruck. Genau, und somit kann man ihm signalisieren, dass man es verlangsamen möchte. Das Anhalten empfiehlt sich am Anfang immer an der Bande entlang, dass das Pferd auch hier schon lernt, nicht mit dem Hintern, mit der Hinterhand nach außen wegzutreten, sondern dass es hier schon lernt, gerade anzuhalten. Die Steigerung wäre dann, das auf der offenen Zirkelseite zum Beispiel, beziehungsweise ohne Anlehnung zu machen, um zu sehen, ob das Pferd auch hier richtig reagiert. Also erst geht man direkt an der Bande entlang, dann kann man gerade gehen, ein, zwei Meter weg von der Bande das üben und die Steigerung wäre dann hier auf der offenen Zirkelseite zum Beispiel anhalten. Immer erst auf sich selber achten, ob das Pferd reagiert, wenn man den Oberkörper zurücknimmt, dass es eine Chance hat zu reagieren, dass es sieht, was man möchte und dann kommt der Impuls am Strick, wenn es nicht reagiert und eventuell auch dieser Loop vor der Pferdenase. Das Ganze kann man auch auf der anderen Führseite machen, sollte man auch, dass das Pferd auf beiden Seiten geschult wird, sich führen zu lassen und damit es auch gleichmäßig schon auf der linken und auf der rechten Hand gearbeitet wird. Das ist eine gute Übung auch für die Führperson. Man muss sich anders koordinieren. Gute Übung fürs Gehirn. Genau, erst wieder an der Bande entlang, gucken, dass sie gut reagiert. Auch beim Antreten sollte das Pferd möglichst zuerst losgehen. Und wenn das Pferd ein bisschen stürmischer ist, ruhig so ein paar Mal öfters anhalten, wieder loslaufen, bis es gut auf einen achtet und immer leichter auf die eigene Körperposition reagiert. Wenn es gut war, natürlich loben, Pause machen und wiederholen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese paar Tipps und ihr könnt es gut umsetzen. Viel Spaß damit!